So, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Lost Ember. In der letzten Folge haben wir, ich glaube, das dritte Kapitel. Ja, genau. Warum folgt denn der mir? Was, hast du ein Problem? Hast du ein Problem mit mir oder was? Ja, hatten wir, ich glaube, das dritte Kapitel angefangen, abgeschlossen, eins von beiden. Und sind da auch als kleiner süßer Kolibri auch mal durch die Lüfte geflogen. Was ich ganz entzückend fand. Und jetzt sind wir gerade wieder irgendwo im Nirgendwo. Da haben wir einen Pilz. Und ja, zu dem Thema, ich werde alle Relikte, also nicht alle, hatte ich ja nie gesagt, aber versuche natürlich alle Relikte zu finden. Nein, nein, nein. Wie komme ich jetzt hier wieder runter? Das altbekannte Problem. Hallo. Was ist denn jetzt? Es muss hier eine Menge Erinnerungen geben. Ja. Meinst du nicht? Aber ich bin gerade hier in einem. Ich habe hier gerade ein Problem. Ja, Menge Erinnerungen. Ich sehe schon mal drei. Hallo, ich bin gerne wieder. Muss ich jetzt hier neu laden? Och Mann. Das ist so unfair. Warte mal. So. Wir kriegen das hin. Ich will aber eine Ente sein. Ich glaube, mit einer Ente da. Ja. Gut. Dann heißt es nochmal Checkpoint neu starten. Ja, gut. Ist ein bisschen schwierig. Das Feuer ist entflammt. Genau. Kapitel. Ach nee, wir sind Kapitel 2. Okay, gut. Also bitte vergesst, was ich vor einigen Minuten gesagt habe. Wir sind erst immer noch im Kapitel 2. Ja, ich gehe da immer sehr enthusiastisch rein. So. Was haben wir denn da unten eigentlich? Moment. Wo haben wir denn hier? Ich brauche eine Ente. Ja, hallo. So. Also ich hoffe mal, ich habe den Pilz jetzt schon mitgenommen. Ja. Aber ach so, das ist nur ein Blatt. Ach so. Da unten noch weiter angehen. So komme ich jetzt hier wieder hoch. Nee. Ja, das ist jetzt blöd. Nein, nein, hoch. Nein, 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 nein. Oder warte, noch einfach mal. Was bin ich denn eigentlich für eine Ente, wenn ich nicht hochfliegen kann? Und da habe ich das jetzt ein bisschen mir verpeilt, wie ich hochfliegen kann. Einfach mal kurz das hier. Wie weit runter komme ich eigentlich? Wo bin ich denn jetzt hier schon wieder gelandet? Ach, dort. Das sind irgendwie ungünstig. Wir machen einfach kurz nochmal Checkpoint neu starten. Ja, tut mir leid. Ich muss mich doch mal kurz hier sammeln. Aber ich muss ja eine Ente nehmen. Sonst komme ich ja auch gar nicht weiter runter. Also runter komme ich schon, ne? Aber dann halt nur tot halt. Da.
dich nehme ich gleich. So. Jetzt haben wir den ganzen Spaß nochmal. Was habe ich hier bei Option? Steuerung. Okay. Ja, ich will da hoch. Gut, den Pilz hatte ich schon. Da habe ich noch einen Pilz. Nach. Jetzt ist sie weg. Mhm. Ach nee, jetzt ist sie dort. Hä, warum folgen die mir? Hä, sind wir zusammen? Nee. So, wir müssen mal kurz gucken. Ist sie schon wieder weg? Oh, jetzt ist sie komplett weg. Ist ja gemein. Da ist unten auch wieder eine Ente. Ja gut, dann würde ich mal was sagen. Gehen wir mal dort hoch zu diesem Mauer. Dieser kleinen Ruine. Und ich hoffe mal, ich übersehe hier nicht allzu viel. Das wäre sehr, sehr doof. So, F drücken und nicht E, weil dann haben wir wieder ein Problem. Hallo, Bombard. So, dann gehen wir jetzt mal hier hoch. Oh, da haben wir noch ein gelegt. Gehen Sie mal bitte weg hier. Dankeschön. Hammer, Hammer. Hammer. Das finde ich richtig Hammer, ey. Ein einfaches, aber vielseitiges Werkzeug. So. Hier sonst noch irgendwas? Von da oben kamen wir ja, ne? Ja. Nur mal dort in die Richtung. Ich glaube, man kann bestimmt mit der Ente höher fliegen, aber irgendwie habe ich das bestimmt verpeilt, zum Wissen, mit welcher Tastenkombination wir das machen können. Es muss hier eine Menge Erinnerungen geben. Ja. Meinst du nicht? Das sehe ich genauso. Ja, genau. Jetzt sucht er wieder Stress hier. Da haben wir noch was. Fliegen jetzt einfach mal dort lang. Oder hier runter. Ja, komm. Nicht so rummeckern, nur weil du mal so ein paar, keine Ahnung, so 5 Meter fliegen musst. So. Wo brennt's denn hier, brennt's? Die Soldaten des Herrschers nehmen sich alles. Diese Leute hatten ja kaum etwas. Das ist grausam. Hm. Das ist wirklich grausam, aber das ist ja eigentlich nicht mehr verwunderlich, ne? So. Ha ha ha!
Ja, das ist wirklich traurig, aber das ist ja gefühlt gang und gäbe, ne? Sowas. Aber die Erinnerung haben wir zumindest jetzt erst einmal aufgedeckt. Jetzt müssen wir jetzt nur noch mal schauen, wie wir zu den restlichen Erinnerungen kommen. Es ist ein bisschen schwierig. Wäre ich ein Kolibri, dann könnte ich ja einfach hier höher fliegen. Aber als Ente, da hat man ein bisschen mehr Gewicht. Da geht es offenbar nicht so einfach. Da muss man ein bisschen mehr rumfliegen. Ich fliege hier mal weiter runter, wo ich gar nicht so weit runter möchte. Also ganz, ganz komische Tiere. Die Enten. War ich nicht hier schon mal? Weißt du, was wir mal machen? Wir machen einfach jetzt mal das hier. Und hoffen einfach mal, dass die Höhe ausreicht, um uns auf die andere Seite zu bringen. Ja. Sehr schön. So muss das sein. Sollen wir denn jetzt hier noch irgendwas? Okay, gut, dann gehen wir zur Erinnerung. Ach, es scheint verletzt zu sein. Schlecht dann tragen, weil das ist ja zu schwer. Er kann es halt nur von seinem Leid erlösen. Zumindest war es nicht allein. Ist das ein Seelengeist? Wolf, sieh! Sein Geist steigt auf in die Stadt des Lichts. Wenn ich das nur auch könnte. Ein einfaches Nutztier schafft es in die Stadt des Lichts. Und ich bin immer noch hier. Findest du das nicht ungerecht? Gut, ich weiß ja nicht, was du getan hast. Na? Ich hoffe wirklich, dass sie dich auch in die Stadt des Lichts lassen, Wolf. Ja, das hoffe ich auch. Sie ist ein wunderschöner Ort. Endlose Festmale mit den Mächtigsten der Janrana. Kolossale Monumente aus purem Licht. Und ein Tempel, der sogar die Sonne überragt. Bin ich nur mal gespannt, ob das sich auch bewahrheitet, wenn wir hoffentlich irgendwann mal in die Stadt des Lichts kommen. Aber ich dachte, unser roter Luftballon-Freund hier, darf eigentlich zur, also in die Stadt des Lichts. Manchmal hier nur hier hoch. Dann will ich doch gar nicht. Wo komme ich denn hier hoch? Oder gibt es hier irgendwelche Kolibris? Gut, wenn ihr wieder mal nicht wollt, dann gehe ich halt woanders hin. Dann gehe ich halt dorthin. Gut, da gehe ich nicht hin, weil das schaffe ich nämlich nicht. Achso. Hast du eine Idee, wie wir die Kuppel brechen könnten? Achso, das ist die Kuppel.
Ach so. Dann sag mir jetzt mal einer. Ja, bin ich nicht. Ich wollte gerade sagen, stecke ich hier fest. Ich würde hier wieder anfangen zu weinen. So. Schnell. Und hier war die Erinnerung. Da gehen wir einfach mal. Hier ist hoch. Und schauen wir, ob wir da zu einer weiteren Erinnerung kommen. Oder ob uns das verwehrt bleibt. Ja, da meine weitere Erinnerung. Und da habe ich noch einen verlegt. Wolfsfigur. Eine kleine Wolfsfigur. Figuren wie diese waren ein beliebtes Spielzeug, jedoch stellten sie für gewöhnlich keine Tiere dar. Mhm. Boom. Ja. Meine Güte, wie überleben denn die Enten? Oh, was ist denn das denn für Tiere? Ah, solche Krabbel, Maulwurf. Oder? Nee, was ist denn das? Doch. Das ist ein Maulwurf, oder? Ja, geh mal hier aus dem Weg, Schätzchen. Das ist ja cool. Oh, das ist nicht euer Ernst. Der Trüffel war extrem rar und einen zu finden war sehr zeitaufwendig, da sie ausschließlich unter der Erde wuchsen und keinerlei überirdische Repräsentation hatten. Yay! Oh, Mampfen. 3. Mit den Mampfen. Mit den. Was ist denn das? Rettich, ne? Dürfte ein Rettich sein. Kriege ich dafür denn auch? Hier. Ja, den kann ich noch nehmen. Haben wir hier noch irgendeinen Rettich? So, hier mal den Pilz. Den können wir noch essen. Mal gucken. Viel. Ich habe immer die leiseste Hoffnung, dass ich ein paar Errungenschaften dann bekomme, damit es so aussieht, als hätte ich das Spiel auch so ordentlich durchgespielt. Weil ich glaube, bei den Bombards war es das ja, ne? Dann, was hatten die da? Blaubeeren hatten die da gegessen. Aber das muss ich nur aufpassen, nicht, dass ich aus Versehen wieder E drücke und dann rennen die alle weg wieder. Haben wir noch irgendwas? Nö. Okay. Gut. Dann geht's hier weiter. Ja, ich hab doch alle schon. Ich hab doch alle Verstecke schon gefunden, oder nicht? Ja, mit dem kann ich ja gar nichts machen. Okay. Dann decken wir mal die Erinnerung auf. Oh, ein Haus. Die Menschen hier hatten nichts. Und trotzdem hast du mit anderen geteilt. Ist das Wailer? Vielleicht ist ja auch mein
roter Luftballon. Wailer. Kann das vielleicht sein? Du siehst so schwach aus. Du musst essen. Was denn essen? Es gibt nicht genug für alle. Das ist alles so falsch. Wir müssen sie aufhalten. Nichts wird sich ändern, wenn wir nur untätig rumsitzen. Nein, nicht so. Du musst sie lehren. Sie werden es verstehen, bitte. Verstehen? Sie verstehen gar nichts. Hör dir doch nur selbst zu. Gewalt führt doch nur zu noch mehr Gewalt. Ich kann nicht glauben, dass gerade du mir nicht beistehst. Gut. Ich werde das auch ohne dich schaffen. Was ist hier passiert? Es ist wohl vor langer Zeit niedergebrannt. Wolf, ist das dein Zuhause? Tut mir leid. Weißt du, was passiert ist? Nein, das kann ich dir leider nicht sagen. Ach, die bricht jetzt, ne? Aber kann man es ihr denn verübeln, dass sie so gehandelt hat, wie sie gehandelt hat? Kannst du jetzt weg? Nö, oder? Schon das jetzt. Hier gibt es nichts mehr. Gibt's hier nichts mehr? Oh, die Mampfen. Kann ich die. Ha! Kann ich die Mampfen? Ja. Ich will nur mehr Tomatenmampfen. Muss mich ja stärken. Ja, ich komme da schon zu dir. Ach so, ich kann dich gar nicht mampfen. Ich kann dich auch nicht mampfen. Da rollt er. Oh. Huch. Durfte ich das denn? Durfte ich die jetzt zerstören oder war das jetzt nicht so? So gut. Na ja, wir haben einmal angefangen. Machen wir das halt noch einmal. Was machst du hier? Ach so, das ist ja cool. Yay! Naja, Gewalt führt nur zu noch mehr Gewalt. Was machen wir? Wir zerstören alles. So, wo machen wir jetzt? Also ich würde mich über einen Kolibri freuen. Würde mir sehr gefallen.
Dafür wäre ich sehr dankbar. Oh, komm ich hier rein? Ich will hier rein. Wenn jetzt hier irgendein anderes Tier ist, das mich dann hier ein bisschen wie... Ja. Huch, was war das denn jetzt? Wenn nicht gerade wohlgesonnen ist und ich auf seinem Speiseplan stehe, dann hätte ich ein klitzekleines Problem. Ja, ich tue dem kleinen Wombat schon nichts. Ich will mich hier nur umgucken. Komme ich jetzt hier raus? Aha. Aha. Interessant. Und da habe ich noch einen Pilz. Machen wir das? Wie komme ich denn da? Am besten komme ich auch dahin, wenn ich erstmal das als Zwischenlandeplatz nehme. Oder? Nee, das war doof. Ich hätte. Ja, okay. Gut. Dann. War das eine sehr doofe Idee? Tut mir leid, Piepmatz, aber. Heißt. Ah, ich komme da auch jetzt nicht mehr hin, weil das so hoch ist. Oh nein, das finde ich einen Pilz nicht, weil ich. Warte mal. Warte mal, wir kriegen das hin. Wenn ich so hoch bin. Kriege ich das dann noch? Sag mal was, Freunde. Kriege ich das? Ja. Ach, ein Glück. Ach, ich dachte schon. Ich hatte schon hier gleiche Panikanfälle. So, haben wir schon 12 und 28. Drehen wir wieder hier runter. Ich habe so Angst, irgendeine Erinnerung verpasst zu haben, weil ich es wahrscheinlich mit Sicherheit gehabt haben, aber das ist halt einfach alles ein bisschen wie anstrengend, weil man muss sich immer zweimal überlegen, welchen Weg man jetzt nimmt. So. Boom. So, 5 von 25. Nehme ich mal ein Fünftel. Hier noch irgendwas? Nein. Okay. Jetzt sind wir erstmal Kapitel 2 und das fühlt sich schon an, als hätten wir 4 Kapitel hinter uns gehabt. Ach so, ich kann noch runter. Okay, ich dachte schon, das wäre wieder irgendeine Klippe. Das merkwürdig ist. Das sieht mir hier sehr, ja, erinnerungslastig aus. Ja, und das sieht mir alles sehr, sehr traurig aus. Die Ausbeutung der Felder und des Waldes führte zu Seuchen und Hunger. Immer mehr Menschen wurden krank. Ich habe sie angeführt. Ja.
Sehr schön, ja, sehr unschön. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, dass ich an dieser Stelle die heutige Folge beende. In der nächsten Folge werden wir uns hier weiter umschauen, einige Erinnerungen aufdecken, einige Pilze mitnehmen oder einige Relikte auch hoffentlich finden, wenn die nicht weit so versteckt sind. Und hier haben wir wieder Tomaten, schöne Tomaten. Und ja, ich hoffe natürlich, dass euch die heutige Folge gefallen hat und dass wir uns in der nächsten Folge, hier gerade fliegen, von The Lost Amber wiedersehen werden.